Die existenzielle Würgeschlinge scheint sich für immer mehr Menschen immer mehr zuzuziehen. Und damit guten Montagmorgen, den 17.10.22 beim KIMI-Report der Geschichte hinter der Geschichte. Namaste, Namaste. Schön, dass ihr bei uns seid. Ja, am Freitagmorgen habe ich so meine Plattformen durchforstet von den freien Medien, teilweise auch Mainstream, und ich habe mir ehrlich gesagt die Frage gestellt, was kann ich eigentlich auf dieser Plattform noch bringen, ohne nicht gerade demonetarisiert oder komplett zensuriert zu werden, und es bleibt immer weniger. Das ist doch das Dramatische, wenn ihr die letzten paar Sendungen gesehen habt, immer sofort demonetarisiert. Ich habe doch wirklich nichts Böses gesagt, da irgendwie einen Job als halbwegs noch objektiver Publizist oder Journalist gemacht, und zack, immer diese Keule, dass der Inhalt potenzielle Werbepartner verscheuchen könnte. Also das ist unangenehm, das ist unbefriedigend. Zudem hat mir Niklas auch gesagt, dass er auf dem Salon immer mehr komprimieren muss. Also dass ein Aufladen manchmal 9 Stunden braucht, wo er seinen Computer nicht benutzen kann, um das Ganze zu komprimieren. Und ja, wir arbeiten, haben auch am Wochenende trotz allen anderen Belastungen mit Hochdruck daran gearbeitet, Alternativen zu finden. Ich habe ein Konto mal eröffnet auf Rumble. Jetzt gestern Sonntag habe ich gesehen, dass da immer wieder so Bestätigungsdinge gekommen sind von Odyssee. Das ist auch eine andere Plattform, die wesentlich weniger zensuriert. Ich habe ihn natürlich noch nicht angerufen, weil ich respektiere auch, außer es sind große Notfälle, natürlich auch den Sonntag von Leuten, die mit mir zusammenarbeiten. Am siebten Tag sollst du ja bekanntlich ruhen oder nur Gutes tun. Und ja, wir halten euch auf dem Laufenden, also keine Panik, wir sind nicht weg, aber wir suchen Wege, die uns doch noch etwas mehr Freedom of Speech offen lassen. Zudem haben wir festgestellt, dass wenn ich nicht einen wirklich extrem reißerischen Titel bringe, auch nicht mehr so viele auf den Salon gucken. Passt vielleicht zu dem, was wir auch noch besprechen werden in diesem Video. Nun, diese Woche sind wir auch wieder 3 Tage unterwegs. Mittwoch Nachmittag, ab Mittwoch Nachmittag, Donnerstag, Freitag, Mittwoch in Rapperswil bei Bern. Ein Vortrag von mir um 19:30 Uhr im Ochsen, hat's noch einige Tickets, dann Donnerstag in Wagenhausen in der Ostschweiz, ausverkauftes Kabarett. Und am 21. Oktober, am Freitag, in Amriswil im Kulturforum, leider komplett Versagen der Organisatoren. Sie haben uns nirgends beworben, weder im Aushang noch auf der Homepage. Und dreimal dürft ihr raten, Jean-Marc ist schuld. Nun, Schwamm drüber, Blues, Rückspiegel weg. Wir blicken nach vorne, wir putzen die Windschutzscheibe und hoffen, dass, liebe Ostschweiz, lasst uns nicht hängen, dass doch noch einige kommen werden am Freitag. Man kann immer noch selbstverständlich jetzt Tickets bestellen unter info@männerpraxis.ch. Das ist etwas, das ich wirklich nicht ausstehen kann, wenn man dann versucht, zwischen Jean-Marc und mich einen Keil zu treiben. Wir hätten halt das nicht abgesprochen. Ich weiß ganz genau, was er geordert hat, nämlich genau das Gleiche wie für den 1. Juli. Nun gut, wir werden schauen, was wir in Zukunft mit dieser Bühne machen werden. Anyway, wir freuen uns trotzdem natürlich auf den Freitag in Amriswil zur klitzekleinen Wiese im grünen Paradiese. Und wir freuen uns auch auf alle Ostschweizer Freunde, die am Freitag, ist ja Freitagabend, den Weg ins Kulturforum nach Amriswil finden werden. Nun zum Titel der Geschichte. Diesen Tag wird Dietmar M70, ehemaliger Polizist aus Zwickau, nicht so schnell vergessen. Anfang September 2022 bekam er einen Brief von seinem Gasanbieter, der Mitgas.
Darin wurde ihm mitgeteilt, dass sich sein monatlicher Abschlag von bisher 165 Euro ab November auf 2268 Euro erhöht, also fast auf das 14-fache. Bisher bezahlte er 1980 Euro im Jahr, künftig sollen es sage und schreibe 27.216 Euro sein. Ich habe über 40 Jahre gearbeitet und jetzt soll nichts mehr übrig bleiben, klagte er in der Bild. Herr M. ist kein Einzelfall. Die Energiepreise explodieren, seit die Bundesregierung auf Druck der Amerikaner einen Wirtschaftskrieg gegen Russland begonnen hat. Das nennt man auch Sanktionen. Zug um Zug hat sie die günstigen Lieferungen aus Sibirien durch die anderen Anbieter wie Norwegen, Katar oder der USA ersetzt. Das Problem dabei: Das Ersatzgas ist um ein Vielfaches teurer. Im August 2022 lagen die Preise auf den Großmärkten, da wo sich Anbieter wie eben Midgas mit den benötigten Mengen eindecken, um verrückte ganze 1000% höher als über dem Niveau vom August 2021, also vor einem Jahr. Das kann man nur mit einem Wort bezeichnen: Hyperinflation. Und dieser hyperinflationäre Schub, meine Damen und Herren, wurde bis zum Sommer noch gar nicht richtig an die Endverbraucher weitergegeben. Deswegen waren deren Gaspreise bis dahin in Anführungs- und Schlusszeichen nur um 200% im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Noch Mitte 2021 bezahlten wir im Schnitt um die 6,5 Cent pro Kilowattstunde. 12 Monate später waren es 18,6 Cent. Und das dicke Ende kommt erst noch. Für Dietmar M. waren es bei der September-Rechnung 91 Cent pro Kilowattstunde. Es soll jetzt keiner denken, ja, das betrifft mich nicht. Mancher tröstet sich damit, vor allem in Deutschland, dass er einen Vertrag mit Festpreisgarantie abgeschlossen hat. Doch es steht zu befürchten und es ist zu befürchten, die Festpreislieferanten werden das nicht überleben, da ihre Erlöse die Kosten beim Gaseinkauf nicht mal mehr decken, geschweige denn keine Marge mehr da ist. Dann springt, was kommt dann, ein staatlicher Grundversorger ein, der schon zu Beginn die Tarife verlangen wird, an denen Dietmar M. schier verzweifelt. Am furchtbarsten wird am Ende der gedemütigt, der an den Schutz der Verbraucher durch die Regierung glaubt. So hat doch Olaf Scholz, der Kanzler, süßlichst psalmodiert: You never walk alone. Du bist nie allein unterwegs. Ich weiß nicht, ob er jetzt plötzlich FC Liverpool-Fan ist, weil das skandieren die immer in der Anfield Road, die Fans. Aber man muss sich fragen, soll das ein Witz sein? Ich meine, wenn man diese Erhöhungen hört und wenn es nur die Hälfte ist oder nur ein Drittel, woher das Geld nehmen? Vor allem als deutsche Rentnerin oder deutscher Rentner. Das neue Entlastungspaket ist eigentlich keine Entlastung, sondern mehr irgendeine Karikatur, oder man könnte es mit Bösartigkeit auch ein Verhöhnungspaket nennen. Bedient werden in erster Linie diejenigen, die ohne dies an Transferleistungen hängen, zum Beispiel die Harzer, denen zahlt das Regime mit Steuergeldern Wohnung und Heizung und sie bekommen noch weiteres aufgestockt. Asylanten sowieso. Übrigens, von den 3,9 Millionen Harzbeziehern sind 922.000 Deutsche. Die Geprügelten sind der ganz normale Bürzer, wie man sagt in der Schweiz, der Arbeiter, die Friseuse, die Supermarktkassiererin oder der Kassier. Nur wenig über der Sozialhilfegrenze Verdienende also und der ganze Mittelstand, der ja auch versucht, noch Leute in Arbeit und Brot zu halten. Die müssen die Inflation alleine stemmen. Kein Entlastungspaket hilft ihnen bis jetzt. In der Schweizer Sonntagszeitung übrigens war gestern, ich habe es gesehen bei der Nachbarin, dass die Hälfte der Schweizer Hotels wegen den Energiepreisen vom Konkurs bedroht sind. Man muss sich das mal vorstellen. Da hilft wahrscheinlich auch zu zweit duschen nicht und auch Ogis Eierkochtheorie wird nicht wahrscheinlich viel dazu beitragen. Die alte Geschichte von Altbundesrat Adolf Ogi, der der Schweiz damals gezeigt hat, wie man energiesparend ein Ei kocht.
Nach Berechnungen der Sparkassen, wir haben schon mal darüber berichtet, hätten Haushalte mit einem monatlichen Nettoeinkommen von weniger als 3.600 Euro derzeit am Monatsende kein Geld mehr übrig und müssten Lücken dann teilweise durch ihre eigenen Ersparnisse schließen, meldete die FAZ Mitte September. Wir haben im KIMI-Rapport darüber berichtet. Liebe Schweizerinnen und Schweizer, wir reden von 3.600 netto in Deutschland und das ist, wenn man mit Deutschen spricht, gar kein schlechter Verdienst netto, oder? Aber wenn das nicht mehr reicht für eine drei- oder vierköpfige Familie, es gibt sehr viele in Deutschland, auch Familien, die weniger Einkommen pro Monat haben. Eben, und darum kann man es sich auch ausmalen, wie es bei denen aussieht, die weniger als 2.500 monatlich netto haben. Und das Schicksal der Bäcker, das geht jetzt wirklich jeden ans Herz, auch die, die nicht unbedingt Getreide essen. Sie waren einst der Stolz Deutschlands, nicht nur Deutschlands, generell auch von der Schweiz, von Österreich. Nirgends war Brot so geschätzt, so gesund und gab so viele Sorgen wie vielleicht in den deutschsprachigen Ländern Europas. Jetzt sterben die Betriebe einer nach dem anderen, denn 70% backen mit Gas. Die Regierung jedoch hat zwar eine Deckelung für Strompreise, aber nur für Kleinst-, also sogenannte Mini-Verbräuche beschlossen, nicht aber eine für Gas. Aber wer nichts mehr produziert, der verkauft nichts mehr, aber der ist ja bekanntlich noch lange nicht insolvent, wird Wirtschaftsminister Habeck weiterhin dozieren. Auch wenn dann der letzte Leib aus dem Ofen kommt, aus dem Ofen der Bäckereien und die Menschen existenziell bedroht, durchaus verständlich, nur noch beim Discounter einkaufen. Ein Reichsmarschall namens G, voll ausgeschrieben G-Ö-R-I-N-G, heißt Göring, der hat mal gesagt, Kanonen statt Butter, als er die Wirtschaft auf Krieg umstellte. Wie einst diese entsprechende Bewegung damals, die NSDAP, so heute die Ampelkoalition. Wiederum steht das Volk dann allerdings vor der Wahl. Schlucken, Widerstand oder Untergang. Und fragen Sie sich mal, auf welcher Seite Sie stehen. Passend im Anschluss daran, zum Schluss von heute, ein Artikel von Thomas Eusmüller. Jeden Montag Zehntausende auf Deutschlands Straßen. Jeden Montag gehen Zehntausende Bürger in Deutschland auf die Straße. In Ostdeutschland steigt die Wut gegen die Politik der Ampelkoalition und Regierung immer mehr. Zehntausende Bürger gehen jeden Montag in Deutschland auf die Straße. Während sich die Spaziergänge im Winter auf ganz Deutschland erstreckt haben, sind sie jetzt vor allem auf Ostdeutschland konzentriert. Dort nehmen sie allerdings schon jetzt teilweise die Größe der damaligen Corona-Proteste an. So zum Beispiel in Leipzig, Chemnitz, Dresden, Rostock, Schwerin und Bautzen. Vom letzten Montag jeweils auf mehrere tausend Teilnehmer geschätzt. In Schwerin etwa bis 5.000, in Leipzig 3.000. Doch auch abseits der ostdeutschen Großstädte kommt es zu lauten Protesten. In Halberstadt zum Beispiel Tausende, eine Stadt mit 40.000 Einwohnern in Sachsen-Anhalt. Die Forderungen sind seit Wochen klar und deutlich der Protestierenden: Nord Stream 2 öffnen, Frieden mit Russland und selbstverständlich auch der Rücktritt der Regierung. Ein Insider der ostdeutschen Proteste sagte, dass der Unmut der Leute enorm hoch sei, zum Block Technik und Wissenschaft. Sogar überzeugte Nationalisten würden mittlerweile laut über Sezession sprechen, dann wäre der Osten morgen raus aus der NATO. Man muss sich mal das vorstellen, was das ist. Die haben alle einen deutschen Pass, oder? So die Hoffnung der außerparlamentarischen Opposition des Ostens. Dazu passt auch der Banner, dass der Leipziger Zug am gestrigen Montag ganz vorne getragen hat. Für diese waren wir 89 nicht auf der Straße, war dort zu lesen.
Über die Wessis ist man im Osten enttäuscht, denn diese seien zu blöd. In Frankfurt am Main, Bankerstadt der EZB, demonstrierten am Samstag Bauern gegen die hohen Energiepreise sowie den Kriegskurs. In der Stadt schafft man noch jeden Samstag mehrere hundert Teilnehmer. Das ist eine große Stadt. Vereinzelt sind noch Montagsspaziergänge auch in Westdeutschland zu finden. Die Dynamik und die Größe sind aber mit dem Osten nicht zu vergleichen. Medial versucht man die Proteste im Osten natürlich, was wohl, zu verschweigen, was relativ erfolgreich gelingt. Politisch versucht man sie zu kanalisieren. Der Versuch der Linkspartei, dies zu unternehmen, ist allerdings grandios gescheitert. Anstatt dass man für etwas Lebensnotwendiges, nämlich Energie, zusammensteht, versucht man auch noch diejenigen, die das Gleiche wollen, eben auch noch auseinander zu dividieren. Teile und herrsche, die alte Geschichte. Ähnlich wie in Westdeutschland ist auch die Mobilisierung in Österreich und in der Schweiz in den letzten Wochen ziemlich ins Stocken geraten. In der Schweiz muss man sagen, wir haben noch eine relativ, das tönt jetzt vielleicht arrogant für gewisse Menschen, aber trotzdem immer im Benchmark, also im Vergleich, eine relativ harmlose Inflation. Anyway, vom heißen Herbst ist de facto noch wenig zu spüren. Das liegt möglicherweise auch daran, dass sich viele weiterhin auf Gruppen verlassen, die eine zentrale Großdemonstration bevorzugen. In Deutschland, wo im letzten Winter solche Protestzüge von staatlicher Seite bereits unterbunden wurden, musste sich die Bevölkerung dezentral und selbstständig organisieren. Man traf sich kurzerhand am Montagabend, meist um 18 Uhr vor dem Bezirks- oder Gemeindeamt. Diese Demos haben sich dabei als äußerst effektiv erwiesen, auch weil die Polizei die Kräfte nicht bündeln konnte, da es zu hunderten Demozügen im Land gekommen war. Seit Corona nur noch ein Nebenthema ist und US-Stellvertreterkriege, Energiekrise, Russland-Ukraine-Konflikt die zentralen Brandherde sind, konzentrieren sich die Proteste aber auf Ostdeutschland. Allerdings hat sich die grundlegende Strategie der Montagsspaziergänge kaum geändert. Man trifft sich und geht durch die Stadt. Ja, es ist wahrscheinlich kein Zufall, dass im Osten der Protest größer ist. Wahrscheinlich auch die Angst, was da wieder kommt, was man schon hatte und eben 89 erfolgreich abgeschüttelt hat, dass das wieder kommt, teilweise schon gekommen ist, wenn man mit Menschen im Osten von Deutschland spricht. Und beim Westen, also bei den alten Bundesländern, wie man zum Teil immer noch sagt, kommt man natürlich auf diesem Schaffe-Häusle-Bauer-Aufschwung, Wirtschaftswunder und so weiter und so fort. Aber auch dort sind natürlich die Energiepreise und damit die Haushaltsbelastungen wirklich gewaltig am Steigen. Es nimmt mich Wunder, wie das weitergehen soll. In der Schweiz im Moment alles etwas ruhiger geworden. Allerdings sind immer noch Herbstferien, je nach Kanton. Am Freitag, liebe Freunde, und das ist erst recht ein Grund, nach Amriswil zu kommen, weil dann tagt die Gesundheitsdirektorenkonferenz unter Lukas Engelberger. Und wer weiß, wie lange wir uns noch ohne und Zertifikate und noch treffen können. Also wenn nicht jetzt, wann dann? Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen tollen Start in die neue Woche. Schön, dass ihr bei uns seid. Hinterlasst ein Abo, teilt das Video und denkt daran, wir müssen extrem wach bleiben, weil jetzt geht es nicht nur an den Körper, jetzt geht es auch noch teilweise ans Portemonnaie und damit sogar an die absolut materielle Existenz. Macht's gut, sali zusammen, Amandla, Avetu.